Hi there und herzlich willkommen zu Face Gepalmt, America's Top 10 Most Wanted. Mit dem lieben Herr von wieder mal, wieso stelle ich mich eigentlich so selber in der dritten Person vor? Total bescheuert. Aber gut, wie gesagt, das ist ja eigentlich, dieses Format war ja eigentlich so mal gedacht, dass einer mitspielt, aber ja, keiner mag mich, nein. Es ist halt immer sehr schwierig, da Termine zu finden. Besonders halt bei mir immer. Weil manchmal habe ich ja, naja, keine Lust und dann kommt mir wieder was dazwischen. Jedenfalls habe ich meinen Wecker jetzt auf 0 Uhr gestellt. War voll geil, ne? Diese Folge endet um 0 Uhr. Und Gott verdammt. In der letzten Folge, das meinte ich dann anscheinend mit unprofessionelles Commentary. In der letzten Folge sind wir hier planlos rumgelaufen, haben 2 oder 3 Leben verloren, bin mir gerade nicht so sicher. Und werden dann jetzt mal, wenn ich den Ausgang hier, wenn ich das Löchlein finde, werde ich das Loch finden, ja, genau. Ja, hier sind wir jetzt hier durchgegangen und schauen einfach mal, ob wir Waffenlager finden, Waffenvorräte. Wir sollen ja auf jeden Fall irgendwas penetrieren. Bin mir aber noch nicht sicher, was das Ganze hier sein soll. Ah, guck mal. Gesundheitsbonus. Ah, verstehe. Ja, wie wir in der letzten Folge gemerkt haben, sollte ich dann vielleicht doch mal daran denken, dass der Gute hier auch mehr kann als schießen. Er kann sich bücken und er kann auch noch hüpfen, ne? Um die Tür zu öffnen. Ich wollte gerade sagen, sah nicht so aus, als wenn ich das machen müsste. Der ist halt so durchgekommen. Und dann schätze ich mal, nee, ich wollte gerade sagen, hier geht's dann weiter. Aber nein, das ist alles, hier waren wir auch schon mal. Aber vielleicht habe ich ja auch an früheren Stellen das Springen ignoriert und vielleicht würde mir das Ganze auch ein bisschen weiterhelfen hier. Gott verdammt! Gott verdammt, Gott verdammt, Gott verdammt. Okay. Hier sind wir auf der anderen Seite. Genau, das ist so und so. Hier! Sind das. What the? Oh! Oh ja, sorry. Sorry, sorry, sorry. Witz im Pflaster. Ah, Witz im Pflaster, tut mir leid. Das. Ja! Die hab ich angeguckt. Wow! Splat! Ey, ich krieg aber Bonus. Cool, ich könnte mit ihm boosten. Die Visage, ey. So, als wenn er mich gleich töten wollen würde. Ich meine, es gäbe doch überhaupt gar keinen Grund dafür, oder? Warte mal, ist jetzt nicht dein Ernst. Oder hätte ich von Anfang an hier hochgehen sollen? Ich meine, ja, komm! Hängt er jetzt an der Treppe oder hält er mich jetzt hier fest? Er wollte mich auf ewig verhungern lassen auf dieser Leiter. Habe ich gerade Treppe gesagt? Das ist eine Leiter. Ja, hier war ich doch aber schon oben. Oder übersehe ich irgendwas? Moment. Da könnte ich runter. Mach ich einfach mal, oder? Wie immer er so runterkommt, aber es ist ja nicht. Ach so. Ah ja. Ja. Ich sag ja, Orientierung ist immer so ein Phänomen bei mir. Okay, warte, 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 warte. Ich sollte jetzt möglicherweise irgendwo runterspringen, wo ich vielleicht noch nicht war. Hier sieht so aus, als wenn ich hier noch nicht war, aber es sieht mir so nach Kartenrand aus. Das hat man aber bei Spielen wie Frontspiel oder so gesagt. Also Map-Ende. Da ist nichts mehr. Wo nichts ist, kann man nicht hinspringen, ne? Hier oben ist was. Was ist das? Schrotflintenmunition. Ja. Ich wollte gerade sagen, hat die Musik jetzt aufgehört. Oh mein Gott. Ich habe zu viel Schrotmuni eingesammelt. Das Spiel ist jetzt sauer auf mich. Ich check das nicht. Full Message Board. No, Graphics just 6 lines of. Ja. Was auch immer. Da habe ich Gesundheit, Bonus. Sogar mächtig, mächtig viel davon. Hier kann ich auch nicht runter. Die einzige Alternative wäre jetzt noch hier. Das ist ja ein Tor offen. Ich gehe da einfach nochmal. Ja, genau. Das ist jetzt wieder hier. Ich verstehe das nicht. Oh, komm schon. Komm schon. Wow. Was geht denn jetzt ab? So konnte er sich gerade so schnell bewegen. Aber wahrscheinlich denke ich das nur, weil es die ganze Zeit gelaggt hat. Ich werde mich jetzt hier nochmal umsehen. Ja, wo haben wir aufgehört? Wo haben wir aufgehört? Wir sind jetzt hier so lang gelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo weitergeht. Alle Zeichen deuten ja darauf hin. Und ja, ich sollte mal darauf achten, dass ich eventuell mit irgendwas interagieren kann. Wie ich es eben bei der Tür getan habe. Ja, Waffenvorräte, 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 Waffenvorräte. Doppel, Büchse. So hat man die Schrumpfende damals genannt, Doppelbüchse. Und der Granatenwerfer war dann der Raketenwerfer war dann der Topwerfer oder was? Hier, das sieht für mich echt suspekt aus, aber
Kann ich nicht aufmachen, aber es sieht doch nicht aus, als wenn dahinter was wäre. Ich check das nicht. Es kann doch jetzt hier nicht sein, Leute, oder? Ernsthaft, jeder, der schon vor mir jetzt weiß, wo es lang geht, der soll das mal runterschreiben. Aber auch bitte die Minutenzahl, nicht, dass der hier irgendwie hinschreibt, er weiß es und dann weiß das auch erst, als ich dann selber weitergekommen bin, ne? Ihr versteht? Aber im Endeffekt bringt's mir auch jetzt hier nichts, ob ihr das wisst oder nicht. Wenn ihr das seht, dann ist es, denke ich mal, auch vorbei. Okay. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich hau jetzt ab. Nein. Er hat mir einen Schlüssel gegeben, ne? So. Ein Schlüssel für ein Dings. Moment. Moment. Ich bin so dumm. Okay, Momentchen. Und zwar habe ich hier einen Schlüssel bekommen. Und wir erinnern uns, wir sind ja 30 Mal an eine Tür gelaufen, die offensichtlich verschlossen war, verriegelt. Ich hoffe, verriegelt ist dasselbe wie verschlossen hier. Dann komme ich da auch lang. Und da sollte ich dann jetzt vielleicht nur hingehen. Das wäre doch mal so eine Maßnahme. Dann wiederum weiß ich gerade nicht, wo das war. Ich muss einfach den Rückweg gehen. Weil durch das Tor komme ich ja nicht. Aber wo war jetzt der Rückweg? Also ich will da durch. Ich will hier durch. Kann ich das vielleicht von der anderen Seite irgendwie? Nee. Geht nicht. Hier vielleicht? Nee. Für einen Moment dachte ich ja, ich könnte da lang, aber nö. Hier ist der Vollidiot. So, muss nochmal schnell Punkte kriegen hier, damit mein Counter nicht auf Null kommt. Hier vielleicht. Ich muss doch einfach nur den Rückweg finden, Mann. Dann. Nein. Völlig falsch. Wobei, nee, komm schon. Bin ich ehrlich so schlecht? Wo ist jetzt hier? Hier war doch eben noch eine Tür. Jetzt geht's los. Jetzt drehe ich völlig am Rad hier. Also nochmal. Da bin ich lang. Bin ich jetzt hier lang. Genau. Moment, ist das nicht dieselbe Stelle, nur einfach hier, genau. Hä? Oder komme ich jetzt hier gar nicht mehr zurück, weil ich hier da runtergefallen bin? Kann das vielleicht sein? Kann das sein? Okay. So, hier ist ja nix. Ja. Du kannst mich mal. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal hoch und schaue, dass ich vielleicht irgendwo runterhüpfen kann, wo ich dann wieder an meiner Stelle bin hier. Ist das vielleicht. Nein, das ist ja. Genau. Da geht's nicht weiter. Also müsste ich mir die andere Seite angucken. Die wiederum ist aber quasi am Rand der Welt. Und hier ist ja diese komische Karre da, genau. Ich verstehe das nicht. Das ist so typisch, weißt du, er geht in den Wald rein und kommt aber, findet den Weg nicht mehr zurück. Wo sind Hänsel und Gretel, wenn man sie braucht, Gottverdammt? Hier vielleicht. Das sieht gut aus, ja. Ich glaube, wir sind hier richtig. Hier müsste doch irgendwo diese Scheiß. Ja. Hier will ich hin, genau. Jetzt muss ich nur noch. Oh Gott. Diese Empfindlichkeit. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht, aber egal. Kann ich nicht ändern. Da ist die Tür. Gott verdammt, wenn die jetzt nicht aufgeht, dann. Was? Das ist von innen verriegelt. Deine Mutter ist von innen verriegelt, sag ich dir. Aber es kann doch jetzt hier echt nicht sein, oder? Kann ja echt nicht euer Ernst hier sein. Ich habe einen Schlüssel. Habe ich den Schlüssel vielleicht schon verwendet? Wieso ist da jetzt hier eine Leiter und wieso wird auf einmal auf mich geschossen? Habe ich jetzt irgendwas getriggert? Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Ist ja schon mal was. Ach, guck mal, Mensch! Haben wir aber gerade noch so Glück gehabt. Das schaffen wir in der Folge vielleicht doch noch, was? Headshot. Doch nicht. Bam, 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 bam. Na komm schon. Okay, da hinten haben wir noch ein Medikit. Das sind die Waffenvorräte oder was? Okay, was mache ich jetzt damit? Ach so, okay. So geht das also. Einfach mit der Pistole raufschießen und schon explodiert eine Schrotflinte.
dann ist es vielleicht gar nicht so gut, dass man mit dem Teil überhaupt rumläuft, ne? Und jetzt, warte mal. Ins Lagerhaus gelangen, alles klar, Moment, da muss ich zurück. Da gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt hier auch gleichzeitig ins Lagerhaus komme. Nein. Ich kann da nicht runterspringen. Da, ja, okay. Wow, das ist aber eine Tortur hier. Okay, im Grunde kann man es jetzt hinstellen, wie man will, ob das Spiel tatsächlich schuld ist oder ob ich's war. Aber wieso haben wir den Typen da? Ich meine, ich dachte, es ging um Jamel, oder ist das jetzt sein Kumpan hier? Oh, guck mal, das ist die Stelle aus dem Intro. Yay! Ziel, die Waffenlieferung zerstören. Alles klar, Hallöchen. Oh, ich musste gerade an Slow-Mo denken. Von 4-3. Das wäre doch mal geil. Aber das ist nicht 4-3, Gottverdammt. Das ist definitiv nicht 4-3. Oder generell 4. Hä? Ich will runter. Lass mich runter. Nicht mit der Leiter vögeln. Lass mich runter. Habe ich gerade Mr. T erschossen? Das sah so komisch aus. Wegen dem Bart. Oh Gott, ich habe Mr. T erschossen. Die Nachtelf-Irokesen. Nein! Er war doch mein Lieblings-World at War Zocker. World at War, World of Warcraft, mein Gott. Ich hau hier heute wieder alles durcheinander. Genauso wie Fraps jetzt wieder alle Asynchronitäten durcheinander werfen wird. Gib mir das. Objekt ausreichend von. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Yaki, meine ich alles in die Luft. Ach so, genau. Das wollte ich mit dem Analogstick schlagen, aber das geht natürlich nur mal. Komm schon. Entweder ich habe jetzt überhaupt nicht getroffen oder der Held, der hat definitiv einen Dickschädel. Okay. Ja, der hat definitiv einen Dickschädel. Also shit. Ich dachte, ich hätte gerade Punkte für den Vollidioten gekriegt. Nein, er steht da wieder auf. Okay, ich sollte diese Sachen vielleicht nicht unbedingt verschwenden, weil ich habe ja schon alles. Was sollte ich hier eigentlich nochmal machen? Ich habe schon wieder vergessen. Die Waffenlieferung zerstören. Flabbermann. Ich soll Flabber gefangen nehmen. Okay, da ist schon wieder Mr. T. Er kann sich klonen. Er hat sich geklont. So rum. Er kann sich ja nicht klonen, nachdem er tot ist. Also könnte er schon, aber dann müsste sein Klon ja auch tot sein. Ich bin auf jeden Fall tot. Mein Gott, hier wird getötet, was da Zeug hält. Ich hoffe, ich habe für jede Mission 5 Leben oder so. Das ist ein bisschen doof. Was war das gerade? Ich hatte doch eben noch 125%. Ich war anscheinend zu sehr mit Mr. T beschäftigt. Nein! Ja, komm! Sterben aber auch hier. Also, nach den Statistiken, die wir heute sehen dürfen, bin ich dann doch froh, dass ich echt leicht gewählt habe. Ich habe nämlich, bevor ich heute die Aufnahme gestartet habe, also jetzt habe ich nur habe ja die beiden jetzt hier am Stück aufgenommen. Versprecher for the win. Ja, habe ich mir nochmal die erste Folge angeschaut und dachte mir so, war das jetzt gut, den leichten Schwierigkeitsgrad zu nehmen, weil ich ja in der ersten Mission echt durchgerannt bin, aber wir sehen ja, dass das hier gut so ist. Ich habe, wie gesagt, bei Ego-Shootern auch immer das Bedürfnis, immer zu jedem Toten zu laufen, um mir Munition, meine Munition wieder zu holen. Und das ist halt ein bisschen ein Fehler. Das sollte man generell nicht in Online-Spielen zum Beispiel machen. Da ist das aber auch dann wieder eine ganz andere Geschichte. Weil ja nicht jeder dieselben Waffen hat und deswegen brauche ich ja da nicht hinlaufen. Und meist hat man eh mehr Munition, als man letztendlich in seinem Multiplayer-Leben verwenden kann, in seinem Leben, bevor man tot ist. Oh, shit! Apropos tot. Okay. Da, Schutzweste, Schutzweste! Wow. Ich glaube, ich bin gerade noch so entkommen. Okay. Jetzt muss ich echt mal hier so ein bisschen Taktik einbauen, oder was jetzt hier los? Okay. Ich fange an, mich zu bücken. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich glaube, die Empfindlichkeit ist dann auch ein bisschen niedriger. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Das Medikit. Oh, bring ihn doch um, bring ihn ein. Nein! Alter! Oh. Pauli. Ja, genau. Hallöchen. Sie waren der charmante Typ, der mich eben getötet hat. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Wie gesagt, hoffen wir einfach mal, dass ich in der nächsten Mission wieder meine Leben krieg. Ansonsten, sieht gerade schlecht aus. Sieht gerade sehr, sehr schlecht aus für mich.
yo, 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 immer diese krasse Hip-Hop-Mucke noch nebenbei. Damit man auch schön aggro bleibt hier. Naja. Ich habe ja generell nichts gegen jegliche Musikarten. Aber ich weiß nicht, zur Zeit kann ich irgendwie Hip-Hop nicht hören. Ich weiß auch nicht. Korea-Pop vielleicht, aber sowas hier. Das erinnert mich dann nur an die 30.000 behinderten Leute, die da draußen rumlaufen und sich für die krassesten Typen halten. Take a nap, pal. Genau, mach mal ein Nickerchen vor deinem... Ja, du sollst ein Nickerchen machen, Mr. T. Gott verdammt. Ja, wie verhält denn... Ja, genau, Fraps. Wie verhält denn der aus? Mein Gott. Alter Schwede. Ja, jetzt ist er tot. Merkt ihr das für die Zukunft, Soldat? Die Leute sind immer erst tot, wenn sie dir ihre Waffen schenken. Genau. Wo ist denn der? Ist das, okay, da ist er. Mir fehlt da hier so ein bisschen das Anvisieren, ne? Hä? Was war das gerade? Hä? Viereck? Ich drücke Viereck? Sag mal, what the shit? Habe ich ein Auto-Aim? Habe ich ein fucking Auto-Aim? Schaut euch das mal an. Also, beziehungsweise gleich. Da. Da ist ein Gegner. Ich ziehe jetzt mal dahin, ne, und drück Viereck. Ich drück jetzt Viereck. Warte. Viereck? 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 Okay. Ja, ihr habt's gerade gesehen. Funktioniert nur, wenn ich ihn quasi halb im Visier hab. Ich probiere das nochmal anderswo ein bisschen zu veranschaulichen, ein bisschen besser zu machen, aber vorerst soll ich mich doch mal bemühen, hier zu überleben. Das würde natürlich einiges leichter machen, da ich hier, wie gesagt, mit der Empfindlichkeit so meine Problemchen hab. Okay. Muss ich Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Da ist gerade ein Freak lang gelaufen. Da komm, mach Auto-Aim. Mach Auto-Aim. Oder auch nicht. Hat er gerade auch einen Namen gehabt? Sind das alles echte Personen hier? Also namentlich natürlich. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Wo ist denn hier einer? Er schießt, er trifft. Ach so, ja. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof ausgegangen, ne? Oh, 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 okay, ich laufe nach oben und hoffe, dass da nichts ist. Ich laufe nach oben. Oh, oh Gott, 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 oh Gott. Oh, Leute, nein, 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 nein. Vor allem, jetzt werde ich vorsichtig, weißt du, so kurz vorm Game Over werde ich vorsichtig. Das ist so wieder typisch. Erst, wenn es drauf ankommt hier. Wow. Okay, mach Auto-Aim. Mach Auto, ey. Ah, okay, es wird nichts, es wird nichts. Sprinten kann ich auch nicht. Ich brauche was. Wenn ich hier... Nee, das Level resettet sich ja nicht, wenn ich verrecke. Ne? Also würde ich sagen, dass hier noch irgendwo Medikits liegen müssen oder so. Okay. Komm, komm. Okay, er scheint mich zu ignorieren. Bam! Ah, das war mein letzter Schuss hier. Ein bisschen doof. Hoffentlich steht er nicht nochmal auf. Exekution! Na gut, dann hat er wohl noch gelebt. Vielleicht ist das auch eine Betäubungsknarre. Hier liegt was! Yay! Oh, das hat's jetzt aber gebracht, ne? Die wollen mich doch nur hinlocken. Die wollen mich doch nur hinlocken, die Schweine! Wah! Lebt der noch? Nee. Die sterben immer so langsam. Das kann ich absolut nicht ab. Okay. So viel Munition habe ich aber auch nicht mehr hier, ne? Hm. Woran das nur liegen könnte? Oh Gott, da ist noch einer mit der Schrot. Vielleicht sollte ich auch einfach mal zum Ziel gehen, wobei ich nicht weiß, wo das Ziel ist. Ich jag hier mal so ein bisschen was in der Luft. Ich glaube, ich habe was getroffen oder habe ich jetzt gerade selber Schaden genommen? Kann ja nicht sein. Oh shit! Jetzt habe ich Schaden genommen. Gesamtpunkte! Yay! Yeah! Bin ich jetzt Game Over, ja? Ja, okay, ja, leck mich doch. Aber ist vielleicht gar nicht so schlimm, da, die Folge jetzt eh vorbei ist. Yep. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Kleiner Cut, warte mal, neues Spiel. Beladen Sie Spiel. Klingt auch so geil. Beladen Sie das Spiel. Tja, was soll ich davon halten? Tja.
würde mal sagen, Leute, ich muss da jetzt auf jeden Fall nochmal hinspielen. Ich habe gerade überlegt, ob ich, ja. Guck mal, das zählt ja. Das heißt, das waren zwei in einer Mission, oder wie darf ich das verstehen? Ha, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie voll krass raufklicke oder so? Casey Weber was the key figure in a series of violent bank robberies that resulted in the death of two security guards and six hostages. His gang, the Biscayne Posse, is heavily armed with handguns, shotguns and grenades. Weber is a methamphetamine addict and should be considered armed and extremely dangerous. Ja, schön. Aber es ist auch ein bisschen doof, dass wir das Ganze quasi jetzt nicht erfahren haben, weil es einfach so rübergeswitcht ist oder was. Naja gut, nee. Ich wollte sagen, wir könnten uns jetzt auch einfach einen anderen nehmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ziemlich weit waren. Und ich habe auch anscheinend... Es ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, oder? Ich meine, wieso habe ich jetzt nur Leben? Ich habe doch gerade ein Spiel geladen, aber ich habe nur Leben. Eigentlich müsste ich doch... Naja gut. Nee, ich habe ja gesavestated und bla, ich, spiel dann einfach nochmal dahin und, ja, hoffe einfach mal, dass ich vielleicht, dass man vielleicht irgendwie wieder Leben generieren kann oder so, ansonsten, weiß nicht. Da weiß ich nicht, wie wir das Ganze schaffen wollen hier, ne, ist ja schon, klar, das ist halt oldschool, aber sowas ist man dann auch nicht mehr gewöhnt und für die Aufnahme ist es dann auch ein bisschen blöd. Aber egal. Wir haben ja letztendlich gesehen, dass das letzte Leben am längsten ging, glaube ich, und dass ich mich ja schon ein bisschen bemüht habe. Übung macht den Meister. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play, Facegepalmed. Da muss ich mich auch noch gewöhnen. Facegepalmed, America's Top 10 Most Wanted. Und denkt immer dran, falls ihr mich auf irgendeine sympathische Art und Weise unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit dazu. In der Videobeschreibung findet ihr gewisse Links und gewisse Tutorials, die euch dabei helfen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.